Dann ist es die Kirsche. Ich bin dagegen. Letztes Mal durfte ich immer als Erster starten. Ja. Was ist das M5, ja? Jo. Ja. Hab ich. So, So, jetzt muss Dennis bestimmt wieder starten. dann der Nicht. Tomatensalat und dann die. Ich bin doch sowieso gleich wieder ganz hinten. Weil Tomatensalat hat er zumindest angefangen nachzufahren und Diebster gar nicht, also hat Tomatensalat Vorrang. Ja, So. okay, hab gesagt, ich starte unsere Diebster, Boxengasse. schäm dich. Ich starte unsere Boxengasse. Also trotzdem reicht für Platz 5 oder 4 oder 6. So. Hilfe! Wie fahre ich hier? Oh Ja, no. natürlich. Oh, die ersten Unfälle passieren. Oh. Da bin ich doch jetzt schon fast letzter wegen einem dummen Unfall. Oh. Ja, weil der Oh, Boxer da ist ist echt, draußen. hätte ich echt doch schon. Was ist los? Liebster, bist du noch da? Nein, oder? Dann. Ja, starten wir neu. Liebster? Ja? Warum bist du Hallo? raus? Ich bin rausgeflogen. Okay, Neustart, Ja, es war Dennis. kurz nach dem Start, dann starten wir neu. Oh. Oh Mann, ich wäre fast Erster geworden. Was war das denn Ja, jetzt? Was jetzt war das denn kannst du jetzt? ganz Erster werden. Ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Lord, bist du Letzter? Ah, Jetzt war fuck, der Server Entschuldigung. weg. Sie war da, plötzlich war ich weg vom Spiel. Keine Oh, Ahnung. wir müssen mal eben. Sorry. Du musst ein Server. Ja, genau. Nochmal So. machen. Oh, Stevie wieder. Dann war es Lord. Ja, scheiße, das Dann. war jetzt automatisch egal. Dann Jonat. Ich glaube, ich habe einen Wagen ausgewählt, oder? Ja, hast Jo, du. noch Ich mal wollte ihn eigentlich. Ja, Starteinstellung. sorry, ich wollte ihn eigentlich nur auswählen. Ich muss irgendwie doppelt geklickt haben, keine Ahnung. Hä? So. So, Stevie jetzt, Habe ich ne? schon So, wieder dann einen Wagen Lord. ausgewählt? Ja. Ich habe nichts Dann geklickt, ich schwöre. Jonat. Nee, es ist das dritte. Ist alles okay. So, dann Leruti. Jo, okay, hab. Dann Ah ne, bin ich hab ich keinen, es. okay. War nur die falsche Anzeige. Ja, es war delayed, weil hier nach und nach kommen die Messages. So, dann ist es Kirsche. So, jetzt aber M5, okay. Dann Tomatensalat und Diebster. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nach wem bin ich dran? Obwohl, das sehe ich ja gleich. Nach Dennis. Nach Ja, hast du mir. richtig gemacht, das, Keine ja. Ahnung, was Ja, nee, jetzt nur, wirklich dass ich beim passiert nächsten Mal ist. dann, ja. Als ich Weil aufgefahren ich bin ja Zweiter, also ich habe schon bis die Auswertung angefangen, ich bin ja Zweiter und du bist Erster Kirsche und deswegen halt. Achso, ich muss ja Oh, wieder scheiße, manuell und ich bin dann wie auch noch üblich verpennt. Letzter. So. Ach, du bist ja ein Sechser. Oh, fuck. Oh, kriege ich die Abkürzung diesmal auch so, wie sie abgefahren werden soll? Nein. Doch. Da fangen die Überholungen an. Ja, sag ich ja, da fangen die Überholungen an. Ich gebe Vollgas und ich werde komplett überholt. Du hast bei der Tunnelkurve sehr viel Ach, Speed komm, verloren. Ja, weil ich nicht gegen die Wand fahren wollte. So hier. Dabei. Boah, Mann. Ey, ich fahre schon 140 und bin, komm trotzdem gegen die Wand. Mit 140 gegen die Wand. Ob du das überlebst? Was für ein Gottmann hast du denn an? Ah, der BMW ist gut gepolstert. Genau. Für irgendwas müssen die 1,7 Tonnen ja nützlich sein. Ja, irgendwo muss das ja dann so genau. Also wollte BMW ein sicheres Auto bauen. Damit du sicher mit 140 gegen die Wand fahren kannst. Man bedarf sogar mehrfach. Ja, das erlaubt BMW sogar. Nein, Fahrzeug schlingert nicht so. Na, nein. Diese Kurve, wenn ich gekriegt Ah, hätte. da war die Abkürzung. Ich dachte, okay, ich fahre sie diesmal mal nicht.
Oh, oh fuck! Warum hab ich hier so wenig Speed drauf? Was ist das denn? Aha, nehmen wir nur einen Teil der Abkürzung, okay? So, ja, jetzt ja, gleich dieses Mal bitte. Alter! Gerade. Ah! Das wäre ein Fortschritt-Auto. Aha! Was mache ich hier, ey? Ich komme in der Woche ja nicht so fahren, ey. Wer hinter mir? Ich! Nee, weißt du, die Person neben dir. Geh mal vorbei! Danke! Oh, fuck, 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 runter. Hab ich den ersten auch schon hier Fliegzeit verloren? Also, ich hab mir letzter, das wird noch nicht wahr sein. Was soll ich sagen? Ich wäre voll was besser geworden. Oh, ja, jetzt ist was letzter. Nein. Also auch nichts toll. Die Kirsche kommt ja doch an. Das ist bestimmt Kirsche. Hast du erwartet? Ich war die ganze Zeit Erster. Ich bin immer noch Erster. Aber jetzt kommt er doch. Bin er leider doch neugierig. Er ist immer neugierig. Er kommt immer von hinten schnüffeln, der Typ. Wow. Oh, yeah, wie ist das? Und das trotz ASAC-Rekord, den ich hier gerade gefahren bin. Kenn auch, nö. Okay, fahren wir dann hier unten lang. Mal vorbei. Danke. Bleib doch eilig. Geht nicht, hab's eilig. Alter, eilig. Was ist so eilig? Er hat es eilig, gegen den Baum zu fahren. Wow. Ja. Wollt ihr doch unbedingt umarmen. Aber noch halte ich mich ja wacker hier. Aber jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Baut Unfall. Ah, spring gerade Auto. Na, jetzt kommt er. Jetzt habe ich verschissen, glaube ich. Nee, es ist alles knapp, oder? Bisher ja schon, ne? Also wir nehmen uns nicht viel momentan. Wir werden was überrundet? Ah, scheiße, das ist ja schon die letzte Lord. Runde ist. Das ist Lord, achso. Ja, ja, genau. Ja. Schade, dass es schon die letzte Runde ist. Es wird ja knapp, ne? Müssen wir jetzt in den Wald reinfahren, ne? Wollen ja nicht disqualifiziert werden, wenn wir jetzt nicht in den Wald rein crashen würden, nicht wahr? Genau. Ja, also das sag ich schon, Dennis, ne? Fährst du hier in den Sechsten, wo wir eben durchgefahren sind? Ja, oder? Genau genommen hatte ich beim Training gerade gedacht, also beim Mini-Kurztraining hier vorher, dass das vielleicht doch nicht so gut ist, aber jetzt habe ich es doch im Sechsten gemacht, aber jetzt habe ich leider vergessen runterzuschalten. Okay, scheint doch besser zu sein. Ich habe, weil man verliert auch ein bisschen Speed. Man kriegt zwar eine bessere Top-Speed, aber man verliert auch ein bisschen mehr. Aber anscheinend scheint sich das doch diese 3 Kammer mehr auszuzahlen. Genau, es ist nicht viel, aber... Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Boah, freie Sicht ist so hilfreich. Na, ist Dennis gegen Baum gefahren oder ist er disqualifiziert? Stimmt, der ist ja immer noch hinter mir. Ja, disqualifiziert. Ach, typisches BMW-Phänomen. 250 km/h Abriegelung. Meter? Einmal ein bisschen bremsen. Warum auch immer BMW sowas macht. Ja, wir sind vom Gastometer. Dass man ja nicht von der Polizei überholt wird. Von der Polizei überholt wird. Was machst du denn da, Kirsche? Das weiß ich auch nicht so genau, aber es ging noch. Wolltest du Holz einkaufen oder so? Ja, er denkt sich, es wird langsam kalt. Er braucht schon mal ein bisschen Holz. Wo, von wegen, aufs Fenster offen. Na gut, dann nehme ich jetzt mal den sechsten Gang mal gucken. Fenster offen und Heizung auf 5. Heizung habe ich schon seit Jahren nicht mehr angehabt. Der Computer reicht, ja. Der Computer reicht völlig aus. Und wenn, habe ich noch ein Pentium 4 hier stehen. Alter, bist du gemein zu der CPU. Man diesen Kirschsalat aber auch immer nicht gewinnen kann, ne? Das geht einfach nicht. Aber ich habe mich gut gehalten, ich bin stolz auf mich. Wo ist die Jonas geblieben? Der war doch vorhin die ganze Zeit da.
War mir zu blöd bei euch da vorne. Ja, spielt halt lieber mit Leruti rum, alles klar. Genau. Wow, ich hab meine Freunde, BMW du hast deine, also. Okay. Warum hast du meinen schönen BMW kaputt, Jonat? Jetzt hat er eine dicke, fette Beule drin. Warum ging's ja? Schade, dass du die nächste Runde nicht fahren musst. Dein Fahrer sieht hässlich aus, Jonat. Ich werd dir mal was sagen, du siehst genauso aus. Guck mal in den Spiegel. Jawohl, noch Fünfter geworden. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Läuse hat. Ja, die habe ich von dir. Scheiß Schaltung, ich feier. Da seht ihr die 250 km Abriegelung von dem BMW. Ich habe sie nicht mehr erreicht, beschiss. Ja, aber bei dir hat BMW schon bei 249 abgeriegelt. Ah, oh, krass. Und vielleicht hätte ich das Fenster zumachen sollen. Ja. So. Kalypso-Kost, wo bist du? Da bist du. Da habe ich verkauft. Was, die Kalypso-Kost? Ja. Okay, an wem hast du die denn verkauft? An EA wieder zurück. Ich dachte, dann erreicht ein Araber oder so. Ehrlich gesagt, ich hätte jetzt erwartet, dass er Eddie sagt. Eddie kann mich mal. Der kann sich das nicht leisten. Der hat zu viele Fahrer, die verlieren. Die bringen nicht genug Preisgeld ein. Oh Mann. So, Porsche ist das dran. Nächste ist ein 5-Runden-Rennen. Ich bin noch mal kurz raus, ne? Was? Was? Du hattest gerade die Chance erst. Ja, aber wenn die Chance nicht genutzt wird. Wir haben gerade HP2-Musik im Radio. Das passt doch. Das passt dann natürlich. So, achso, wir müssen ja die Reihenfolge wieder machen. Ein Rennen, sag mal, wo keiner aufs Klo muss, wenn mal was. Ach, so, Stevie nicht. Ist natürlich wieder der Erste. Ja, aber Tomate ist ja gerade nicht da. Du kannst doch trotzdem schon auswählen. So, ein Lord. Und dann, genau, dann Lerote. Jo, okay. Dann bin ich es. Aber die Instrumentalversion von dem Lied. Dann der Kirschsalat. Und jetzt müssen wir auf den Tomatensalat warten. Kann man eigentlich auch den Startabstand ändern? Wenn du die Cheat Engine ganz lieb fragst, ich kann es nicht hinkriegen. Weil ich habe so die tolle Idee, dass diejenigen, die Ersten sind, auch so viel weiter vorne hinter starten müssen, wie sie auch Punktevorsprung haben. Boah, krass, das wäre interessant. Ach, Scheiße. Aber, boah, das wäre krass. Das wäre ja richtig gemein. Vor allem im Verlauf der Saison, so, ich soll jetzt, muss oder? Ich dann ja, genau. Ich dachte, wir noch bei Porsche, ne? Ja. Porsche. Carrera GTI. Und dann der Diebster mich wieder in der letzten Kurve überholt hat hier. Das. Oder vorletzte oder irgendwie sowas. Das Running Gag ist das. Der wartet die ganze Zeit und in der letzten Kurve denkt er sich, so, jetzt. Wie hat der nochmal geschaltet? Running Gag, ey. Wie der geschaltet hat? In Automatik. Er kriegt ihn immer. Häufig. Hast du den manuell oder was? Den fahre ich mal manuell, ja. Ey, einer der wenigen, die man Automatik fahren kann. Den kann man Automatik fahren. Ich fand, der hat viel zu früh in den Vierten geschaltet. Das ging immer voll auf den Kopf. Ist ja fast gerade jeder gegen die Wand gefahren. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch total. Aber wir haben noch ein paar Runden, um es besser zu machen. Ich muss wieder jagen. Wann ist das? Der hat bei 210 oder so schon den Vierten geschaltet, aber der geht bis 248. Nee! Schauen wir mal. Zum Beispiel hier, da will er hier den Vierten. Da will er hier schon vier. Warum springt er schon wieder schief? Ob ich das hasse. Dann brauche ich ja, ohne Worte, mehr kann ich nicht sagen. Denn es ist, wo Wortlaut ist, unglaublich. Weil ich brauchte die ganze Zeit noch nicht den Vierten, Kirsch. Die ganze Zeit noch nicht. Ach, den doch. Komm mal nicht mal viel an, erst nur, dass ich hinterher fahre, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, nee, stimmt. Der ist schon bei 207 im Vierten und gerade bei dem Bergaufstück. Ja, gut, er weiß ja nicht, dass da gleich ein Sprung nachkommt, wo man wunderbar schalten könnte. Und das ist halt völlig stumpfsinnig, weil der dritte Gang geht bis 308. Mein Gott, das ist 308? Ja, genau. Also das wäre mir aufgefallen. Bis 248, mein Gott, was labert. Der cheatet, heute. Merkt sie das, wenn der dritte bei ihm bis 208 geht? Ja. Ja, warte mal, warum der auch immer so weit vorne ist? Boah, das wäre mal ein geiler Porsche, wenn das so wäre, ey, Alter. Was ist das gerade bei der Musik? Ich hab keine Ahnung gerade.
Sagte der Kerl, der das Radio eingestellt hat. Ja, ja, aber ich kappe. Aber nicht alle. Da war die Abkürzung, die ich nicht gesehen habe. Das ist eine meiner Lieblingsabkürzungen eigentlich, auch wenn es gar nicht so gut ist, aber ich finde vom Stil her geil. Welche denn überhaupt? Ja, die Kurden, also die letzten. Mit den Tischen, die gibt. Tischen, die Stühlen. Ja. Alter, Fahrzeug, was soll das denn jetzt? Was driftest du in der Kurve? Ja. Alte Ruti. Ruti in der Kurve, bremst du mal nach dem Kredit an 150 drauf hat. Der dumme Berg am Anfang, wo ich. Alter, die macht da vorne auch keinen Fehler, ne? Ich warte hier immer noch auf Lotsenfehler. Ich bin gerade Auto. Ja, ich bin auch schnell gesprungen. Ach, jetzt hat er bei dir nicht gerade gesprungen, Jonas. Wie bitte? Jetzt hat er bei dir nicht gerade gesprungen. Jo. Ja, bei mir auch nicht. Das ist so fies. Ach, was mach ich denn hier, Mann? Hast du hier gebremst? Das Auto. Jo. Ich bin durch die ganze Vollgas durch. Da ich merkt, hab nicht so das Gefühl. Da merkt man deinen vierten Gang. Oder fährt, aber Leo Rutti fährt ja auch automatisch, schätze ich mal. Jo. Oh, Disturbed haben wir gerade im Radio. Ich wollte immer jede Wand mit, ey, oder? Ah, oh, hab ich fast einen Unfall gebaut hier. Dass es von denen kein Copyright Strike gibt? Nee, das gibt es nicht. Auch. Verdammt. Ja gut, ich krieg ja bei allem den Copyright Strike. Ja, fast, ja. Das ist der Tomate Strike. Warum auch immer das nicht mal Tomate ist, das ist so. Also, ich so weiß weird. Nicht, warum ich da so Sonderregeln irgendwie hab. YouTube hasst dich. Während, ja, während Dennis und ich und Co. ganz normal hochladen können. Während Dennis die Meldung, dass es urheberlich geschützt ist. Während Dennis und ich normal hochladen können, das Einzige, was da passiert, ist nur ein ID-Treffer. Ist bei ihm ist gleich keine Ahnung was. Ja, bei uns wird eine Werbung drauf geschaltet. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass die das, wenn sie denken, okay, der hat genug Aufrufe, dass die Leute die Reklame sehen. Ja, irgendeinen Grund muss es ja haben. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, fuck! Ja, aber, ah, Mann, Auto, was schaukelst du dich jetzt so auf? Lord sagt das nicht mit den Fehlern, dann baue ich auch einen anscheinend. Dann bremsen wir auch wieder zu spät. Lord, sag es öfter! Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist, dass du zu spät Fehler schon aufgeholt hast. Ich hab dir jetzt nämlich fast den gleichen wieder geholt hast. Hallo, warum bin ich nur Dritter? Weil dir so die rumhängt. Das gefällt mir gar nicht. Warum bin ich nur Sechster? Das gefällt mir auch nicht. Schnappst du denn noch hinter dir? Ja, dann. Wenn ich das nicht aufpasse, dann ist der Kollege hinter mir auch noch am Vorbeiziehen. Das Frustrierendste ist eher, du startest als Erster und bist dann nachher Letzter. Nee. Nicht, wenn ich so weiterfahre, Dennis. Meine Fresse. Wer ist denn da hinter mir so neugierig? Ich bin das. Es wird immer seltener, dass ich besser als Lord bin. Das gefällt mir nicht. Wer hast du gedacht? Scheiße. Weiß ich nicht, ich hatte dich irgendwie vor. Ruti und Kirsche sind ach, vor dir. Ach ne, Kirsche, ja. Ja, ja. Ja gut, es wäre auch komisch, wenn es wäre anders wäre, sage ich jetzt mal so. Stimmt, Leruti gibt's ja auch noch. Ja. Den hab ich der gar ist nicht, umgewuselt die ganze Zeit. Hab ich jetzt gar nicht da vorne auf dem Schirm gehabt. Dann macht das alles Sinn, ja. Weil Leruti ist ja auch ein guter Fahrer, definitiv. Manchmal. Ja, manchmal. Nee, hast schon recht, Zivi. gib mal was von einem Skill ab, ey, wirklich. Na, geht halt nur schwer. Ja, geht schwierig. Oh, Auto. Brünge, mach mir mal Angst bei dir. Nee, es wird wohl ein Dritter werden, da kann ich nichts machen da vorne. Selbst den Ruti krieg ich nicht, what the fuck. Es wird die Ruti selbst auch. Den Ruti krieg ich nicht. Ja, den hab ich sonst gut einholen können, aber jetzt ist er hier auch so stark, what the fuck. Du darfst nicht besser werden, die Ruti, ist verboten. Das geht gar nicht. Nein! Das geht gar nicht. Nee. Und warum fahre ich denn jetzt diese Kurve so scheiße? Verdammte Kacke nochmal. Vielleicht hast du die falschen Reifen. Nee. Ich gerade auch scheiße gebaut. Weißt du, woran es liegt, Dennis? Das Lenkrad falsch geführt. Kurve schlecht gefahren. Dennis, weißt du, woran es liegt? Weil Need for Speed 3 läuft als Musik.
Ach so, ja, das kann auch sein. Also die Kurve geht nicht immer Vollgas. Vielleicht einigen wir uns darauf. Also bei mir ging sie jetzt zu Vollgas. Dass er einen Fehler gemacht hat, weil ich auch einen Fehler gemacht habe. Ah, ich hacke ihn ja heimlich. Ich fahre sie total beschissen, weil Jonas geht sie diesmal voll. Das ist sehr geil. Hier geht doch auch voll. So. Mann, ihr seid aber heute on fire. Jonas auch gut dran hier, du. Ja, du bist ein Slack, Leute. Nee, ja, ja, eigentlich nicht. Ihr seid echt gut heute. Nicht. Wow. Na gut, Kirsch ist ja sowieso immer gut, aber Liruti überrascht mich gerade sehr. Nicht, dass er sonst schlecht war, aber heute ist er besonders gut irgendwie. Ich finde, auf der Strecke gibt Liruti gerade ganz besonders Gas. What the fuck? Vielleicht hast du ihm das Cheat-Auto gegeben mit 308 im dritten Gang. Ja. Der spielt sich VIP auf. Das ist voll, wunderbar. Ja, ich möchte das eigentlich auch etwas mehr spielen hier, aber. Ja, das ist garantiert so, ey. Das bringt bestimmt die ganze Übung rein, die ganzen IP-Launch-Rennen. Ja klar, Abkürzung verpasst, Lord fährt durch. Oh, Auto, rutsch nicht! Doch, rutsch! Da liegt plötzlich Eis. Ach, du Meter, hallo? Ja, also in die Vergabe, Dennis. Wir leben ja letzte Runde, du weißt, was passiert. Ja, das... Aber nee, das war jetzt aber meine Schuld. Ich hab verkackt, die Abkürzung zu nehmen. Ja, ich fahr die Abkürzung lieber Ping-Pong. Wow. Kam Auto um die Ecke. Ich frag mich wirklich, wie Kirsch diese Kurve Vollgas fährt. Habt ihr wieder Vollgas gekriegt, aber war sehr knapp. Wow, okay. Ja, das ist irgendwie nicht so ganz mein Fall mit Vollgas. Er hat ja vorhin auch nicht geklappt. Ich meine, jetzt hat es wieder wunderbar geklappt, weil die schräg abgesprungen war. Dann bist du halt langsam, wenn du da ankommst. Weißt du, Dennis, es gibt nur ein Gas. Vollgas. Ja, weil man dann anschließend die Wand küsst, ist natürlich nicht so sinnvoll. Ach, Mann. Oh. Was denn? Oh, Gott sei Dank. Da wollen die Blitze zum Zweirad werden. Gott, warte doch mal auf mich. Oh, nein, Mann. Ich mach zu viele Fehler. Ich muss meine Zeit einholen. Mir hat ein Fehler gerade nämlich den 6. versaut eventuell. Ah, oh, verdammt! Okay. Oh, jetzt ist Jonas weg. Nein, okay. Nicht drin! Fuck! Ich bin an einem Pixel hängen geblieben und dann war's vorbei. Ich war in eine Seitengasse drin. Dann hättest du dich mal lieber gut gestellt mit dem Pixel. Ja. Abkürzung. Ach, mein Gott. Nein, was mach ich denn? Das war trotzdem bis zum Schluss intensiv mit Jonas. Trotz alledem, der war echt dran. Du warst dran, ey. Ich konnte dich nicht abschütteln. Ja. So mal halt meine Konsistenz, wie halt immer. Ja, aber heute irgendwann doch wieder ein Fehler ein. Bei allen so. Naja, bei einigen so schlimmer als bei anderen. So Konsistenz ist bei mir aber auch schlechter, wenn ich halt Renntag fahre. Aber besser als bei mir. Oh, scheiße. Komm her, da war ein Fehler! So, letzte Kurve. War ein Fehler! Dem einen Auto ist wieder kalt, das friert, das zittert. Nein, verdammt! Alter, knapp! Ja. What the fuck, was war da hinten denn? Oh Gott! Jetzt bin ich auf die Zeit gespannt hier. Ja, ich auch. 203 und 202. Also, achso, die Gesamtzeit meinst du. Wo muss er denn? Ich will jetzt wissen, wie. Friert's wirklich. So, jetzt bin ich gespannt, wie der Unterschied hier ist. Ja, bei ihm auch und mir. Bei ihm auch schon knapp, ey. Er zeigt die Zeit gar nicht an, er zeigt nur die Rundenzeit an. Ah, scheiße. Noch sind nicht alle drin hier. Liebster, welche Zeit hast du? 2 Minuten 2:86. Nee, ich meine jetzt. Achso, das hast du da nicht stehen, die Gesamtzeit, oder? Doch, ganz oben bei Zeit steht das. Weil ich hab 10:30:83. Ich hab 10:31:25. Okay, ist noch mehr als ich dachte. 1:52? Wow! Ja, keine Bestzeit, also war ich beim Training noch einen Ticken schneller. 1:52, das ist eine sehr starke Zeit. Ja, ich kam nicht gut in der letzten Kurve raus, deswegen hast du noch ein bisschen... Wow! Ja, aber meine Rundzeit, das heißt, nee, doch, meine Rundzeit ist auch besser als deine, aber... 1:54. Nee, Hut ab, 1:52 ist eine geile Zeit. Also die vorletzte Runde war bei dir auf jeden Fall besser als bei mir. Respekt dafür, ja. Ja, und der Hut hat jedes Mal 1:54, 1:52. Du hast 2:03.
Island Arts. Ich hab nur 2. 8 Runden. Ach, 202 hast du. Ach, du liebes bisschen. Oh ja, tatsächlich, deine Rundenzeit ist sogar noch besser. Gibt's ja, Bonuspunkte, wenn man mehr als 10 bis jetzt macht? Und der erste Martin Vanquish. Beim ersten so. Martin, was empfehlt ihr da? Schaltung oder Automatik? Also ich fahre in Schaltung. Ich fahre die jetzt alle in Schaltung. Mhm. Außer aber, den HSV-Coupé, den nehme ich Automatik. Du hast den Carrera GT mit Automatik 1. Ja, da waren jetzt schon noch ein paar Stellen dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, war jetzt doch nicht so clever geschaltet von dem Ding. Aber hier sieht man wieder die Zwei-Klassen-Gesellschaft irgendwie. So, habe ich jetzt alles richtig? Ja, habe ich. Okay. Drei Klassen. Wie bitte? Wieso drei jetzt? Er wollte seine eigene Klasse haben. Hm. Wir sind mit euch in einen Topf geworfen werden. Würde ich so sagen. So, Vanquish fahren wir jetzt, ne? Ja, der Stevie darf wählen. Lord hat gewählt, Jonat darf jetzt. Mhm. Kann noch eine Farbe aussuchen. Loti. Was, Loti? Loti. Ja, Loti, mach mal. Dämon, Cheater. Jetzt der Kirschsalat, hat er schon. Und neu laden. Nein, er kann das Auto ändern, die Reihenfolge bleibt trotzdem gleich. Ja. Einfach Auto ändern. Ja, Dämon, du hast das falsche Auto. Ich habe das falsche Auto genommen? Oh. Ist ja, fährst du ja, 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 dir uns mit Porsche Carrera davon. Sorry dafür. Als ob du so nicht schon gut genug wärst. Das war gar keine Absicht, sorry. Nimm einfach den Carrera GT, ne? Ja. Yeah. Naja, spätestens beim Rennstart wäre es aufgefallen. So. Natürlich war es ein Versehen. Kirsche? Also ich habe schon Tomete. Hast du gedacht, uns fällt das nicht auf? Und Diebster. Na, tatsächlich war es ein Versehen, aber... Ja, bei Lord Us ist uns ja schon bei dich aufgefallen. So ist es ja nicht. Ja, bei Need for Speed 4 ist es ein anderes Thema. Da fällt es natürlich nicht so leicht auf. Lol, Lord hat erstmal bei mir geleckt, ist gar nicht losgefahren. Ich hab ja, aber richtig heftig, ey. Ja, so ein richtiger Jumpstart kam auch, dann. Ja, also bei mir wäre es auch ein Jumpstart. Genau, wie bei Need for Speed 4. Jetzt hat mich jemand von hinten angeschoben. Das glaube ich kaum. Warum eine FS4, ey? Obwohl, hast du die Cheat Engine offen und die X gemacht? Ja. Ja, stimmt. Hast du die X alle? Nein. Und hast du es auch nicht zweimal offen? Ich hab's fünfmal offen. Wow. Wieso glaube ich ihm das sogar? Hallo, ich muss doch Deem hacken. Mann. Mach doch mal nicht so viel Reifen rauf. Alter, Fahrzeug! Der ganze Reifen rauf hier, das ist halt gruselig. Nein! So, dritter Platz. Weniger Reifen qualen. Das darfst nicht vergessen, dann hast du Kirsche überholt. Und Kirsche überholt sich gleich wieder zurück. Ja, das dauert doch ein bisschen. Wenn überhaupt. Der überholt wohl. Wir haben 8 Runden Zeit, also das ist genug das Zeit, ist meine Fehler Hoffnung zu machen. Aber man kann auch gut abfliegen hier überall. Oh ne, ich mach den ersten Fehler. Liebster. Was auch immer ich jetzt mit dem 60 ich mach den ersten wollte, Fehler hier. Ja nee, ich hatte auch schon einen, aber du hast den ersten großen gemacht. Weiter geht's! Muss nie wieder einmal hin, dankeschön. Wie sah das aus, Diebster? Ja. Cool aus. Ja, Zuschauer war's cool. Mann. Punkte. War nie vor Speed-Punkte, hieß das hier bei HP2, ne? Wie hieß was bei HP2? Was? Bei dir, die vor Speed-Punkte. Lotto! Oder? Was war das denn für ein Stunt, Lord? Die Need for Speed Pumpe? Punkte! Punkte! Need for Speed Pumpe, Festpumpe. Genau! Ich hab echt nochmal Pumpe verstanden. Da liegt auch nichts für. Ja. Der kennt hier nicht die Need for Speed Pumpe. Tschüss, Leroti, wo willst du lang? Alter! Nö, ich nehme immer die Route. Achso. Oh. Ja, langsam durchgekommen. Ich bin immer noch Erster. Ich hab's aber auch nicht gut genommen. Ja, deswegen nimmt er wahrscheinlich die andere. Die ist schwieriger, ja. Die ist schon schwieriger zu nehmen. Mit Abkürzung. Wer auch immer das hässliche grüne Ding hinter mir ist, der hat sie besser genommen. Das ist die, Mann. Das bin ich. Kannst du mal weggehen? Wenn da wenig, so viel wenn Platz und ich nehme das Ding mit. Weg. Hinter mir weg. Ach ja. Ja, ich... Ah, come on, Mann! Bist du nicht so gut rumgekommen? Ach, da war so eine kleine Erhöhung, die habe ich mitgenommen. Na, der Ruti, was machst du da vorne auf dem ersten? Ja, der hat mich vorhin schon die ganze Zeit genervt. Ja, der ist voll on fire heute.
Liebster, was machst du so weit vorne? Du musst dir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit mir wieder liefern. Ja, ja, renne so lang. Das Rennen ist noch lang. Ich habe so ein paar Stellen, da ist man mal Glück, ob ich da auch durchkomme. Du wirst doch genügend Gelegenheiten haben, ja auch mal wieder aufzuholen. Boah, Auto. Beruhigt dich. Seid ihr auch sehr unruhig gefahren? Und wie? Was mache ich denn hier auf einmal für eine Scheiße? Ja, ja, Rudi, ich wäre ganz richtig genau glücklich, wenn du so fährst, wie das im Netz bei mir ankommt. Bei mir nimmst du echt jede Ecke mit. Und dann schießt du dich wieder auf die richtige Stelle. Fahrzeug? Nein! Mann! Dennis, ich will dir nicht sagen, aber da ist was hinter dir. Ja, irgendwas ist da. Und es kann hupen. Ach, Kirsche, ja, kein Wunder. Warum ist denn der überhaupt so weit hinten? Ja, am Anfang einen kleinen Fehler, wir sind alle weggefahren. Ach, was mache ich denn da? Von wegen, dass irgendwer auf mich warten wird oder sowas. Wir wussten, dass du sowieso hinterherkommst, als sollen wir auf dich warten. Werde ich jetzt ernsthaft Vierter in diesem Rennen? Wow. Das ist belastend. Das Schlimme ist, es gibt im Prinzip drei, mit denen ich mithalten kann, aber die halte ich mit ein. Also zumindest sehr selten. Nicht mal Podium schaffe ich hier. Meine Güte. Abwarten, die Crash. Du hast noch fünf Runden Zeit, also. Ah. Los, Crash mal. Rum, ja. Na gut, ich kann ja auf Jonas Inkonsistenz hoffen noch. Was, auf Jonas Inkontinenz auch? Ja, ja, der war die Toilette vorher. Von mir aus auch. Dann kacke ich Dennis auf die Motorhaube. Kann man nichts mehr sehen. Boah, aber du das Auto schwerer, das kannst du nicht machen. Jetzt muss man mit auf, sondern in. Ich glaube, das hat ein bisschen mehr Sinn. Aber wenn er nicht sehen kann, Sprit, meinst sinkt du? Es auch. Irgendwo habe ich mal so ein Video gesehen, da haben sie irgendwie so Lambo-Fahrer haben sie so Plastikscheiße auf dem Motorhaube gelegt irgendwie. Und dann wollte er die verhauen und was weiß ich nicht alles. Oh Gott, ey. Mann, ist das ein intensives Rennen hier, Alter. Schwede. Nee, ich sehe schon wieder, wie Kirsche dichter kommt. Das gefällt mir nicht. Das ist sowas von unintensiv. Ich bin. Ja, gut, ich bin diesmal so gehen weit hinten, dass. Nein! Ja. Och, Fahrzeug! Oh. Mann! Fuck! So, jetzt bin ich erstmal eine Weile weg. Ja, also doch Podium. Naja, bei 8 Runden wahrscheinlich nicht. Ja, dieses Rennen werde ich wohl wieder. Ja, und alles der Rudis schuld. Der hat so einen Reifenverschleiß, ich konnte den Eingang nicht sehen. Achso, du bist ja hinter mir, das habe ich gar nicht gesehen. Nicht nice 2. Nee, aber ja, deine Reifen rauchen die ganze Zeit. Also, ja. Boah, der Bug ist nervig. Und ich konnte den Eingang zum Abkürzung nicht sehen, bin voll davor gefahren. Ich hab Steve hier geholt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da ich die ganze Zeit nur Scheiße hier baue, wirst du Vorletzter bleiben. Alter, warum drehst du dich? Du scheißbehindertes Fahrzeug! Das wäre mir sehr lieb. Also einen höheren Platz kriege ich sowieso nicht. Nee. Also jedenfalls nicht, wenn ich nicht fahre. Viel da vorne kriegst du nicht, ne? Also beim Nachfahren klappt das meistens irgendwie besser. Bock mehr auf AP2, wirklich. Bitte? Ich hab keinen Bock mehr auf AP2. Also gerade jetzt, wo ich auch die Textur da habe, habe ich da wesentlich mehr Bock drauf wieder bekommen. Auch ja, wenn ich hier jetzt wieder mich am Verlieren bin. Obwohl du hier rote Palmen hast, Tomete. Das ist dem Chip nicht aufgefallen. Da klebt das ganze Blut von Stevie dran oder so. Ah, das verrat mal wieder, Dennis, ey. Ja, gut, irgendwo muss es ja bleiben, ne? Ja. Wobei, gut, ich fahre hier auch sehr viel gegen irgendwelche Palmen und irgendeinen Scheiß. Na, ist deins auch dran, also ganz klar. Das summiert sich natürlich. Jeder macht irgendwann mal einen Fehler und dann hast du dann natürlich ein Ergebnis. Was zum... Ich hänge hier an einer unsichtbaren Wand fest! Ecke fest! Das ist ja echt heute.
Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Alter, bei THR wirklich mitgefahren bin, da sind wir auch die Strecke hier gefahren, meine ich. Und da habe ich auch vergessen gehabt, wo meine Resetaste ist und hatte eine Palme mitgenommen. Der Palme. Ich nehme jede Scheiße mit und habe gerade irgendeine unsichtbare Ecke mitgenommen. Das ist geil. Man kam da nicht mehr weg. Auf einmal gestoppt, oder, das Auto? Mhm. Kenn ich, ja. Ach, ist dir echt passiert? Hier auf Tropen? Okay. Nee, weiß ich, tu nur so. Hatte ich doch hier beim Üben auch mal gehabt. Das hatte ich doch die Bilder gepostet mit dem Lotus Elisa, hatte ich das doch. Ach, fuck, ich bin geschaltet. Fuck. Ja, jetzt nehme ich diese Schwachsinnsabkürzung da. Stimmt, du hattest ja, ja was gezeigt gehabt, ja. Hier auf Tropen wurde ich bisher verschont. Ah, Mann! Tschüss, was Mann. Machst du, du Scheiße? Jetzt, warum komm ich denn im entscheidenden Moment dagegen? Bitte? Die Krise kriegen. Ja, was ist dein Problem mit Ihnen? Das Auto zappt nicht. Ich halte alle eure Autos an. Was los? Eigentlich habe ich das zum ersten Mal so lang gemacht. Ja, aber ach Mann, nein, ich hab... Auf. Die Wand wollte, dass ich da lang fahre. Zu eng genommen und dann tutsch, du fährst da lang. Ah, das habe ich einen Fehler gemacht. Ja, jetzt fährst du wieder dran, Lord. Hab ich außerhalb der Abkürzung dran gesettet und so. Ich muss den langen Weg nehmen. Ah! Ja, super. Och, das erste Mal, dass ich hier rumkomme. Ja, super, jetzt wo du vor mir bist, klar, dann klappt das natürlich. Aber was mache ich denn jetzt wieder? Rum, Mann. Oh, das hat Speed gekostet, die Kurve eben. Das freut mich zu hören. Oh, man. Unnötige Fehler, kann auch nicht wahr sein. Ja, ich sehe jetzt gar keinen mehr auf der Karte. Lord kann wieder nah ran, er hat einen Fehler. Ja, hätte ich ja nicht danach auch noch einen Fehler gemacht. Ja, wäre es doch vorbei, kann sein. Ja. Hab ich Glück gehabt. Aber Glück allein hilft mir auch nicht auf Platz 5 bleiben. Wow. Ja, also dass ich letztes Mal auf Platz 6 war, da hat mir sehr viel Glück geholfen. Also das letzte Rennen, das war ja wirklich... Och, komm schon! Ja gut, das wird wohl echt ein Vierter werden. Wow. Nee, ich bin in der Einkurve konstant schlecht. Da kommst du immer wieder ran. Und Kirsche eben auch. Nein! Ich mach schon wieder einen Abflug. Seid zum Atmen, gut. Dafür war ich hier schlecht. Wo ist denn die Route eigentlich mal schlecht? Da muss man warten. Das ist nirgends schlecht hier heute. Ja, geh mal weg, ich sehe hier nur deine blöde Motorhaube. Dankeschön. Ja, geh mal weg, ich sehe hier nur deine blöde Motorhaube. Genau genommen sehe ich gerade den Kofferraum, aber egal. Ich habe gerade deine Motorhaube gesehen, als ich das gesehen habe. Also, für gar nichts. Meine Güte, seid ihr schnell, Leute. Alter. Ihr habt zu viel IT-Launch gespielt. Ich hab gar nicht gespielt. Ja, viel war es nicht. Die Woche war irgendwie echt scheiße. Ja, komm rum, du Auto. Warum, Fahrzeug? Erkläre es mir. Immer bei dieser Abkürzung. Ah, ich bin auch für Geig in der letzten Abkürzung. Ja, aber auch nicht vergessen zu schalten. Ja, die Abkürzung, ich fahr fast durch, dann komm ich letzte Kurve und dann bin ich wieder abgeflogen. Also. Das war auch nicht so gut genommen von dir, Kirsche. Ja, schön, dass du mich darauf hinweist. Ja. Immer wieder gerne. Und Fehler auf den Fehler hinweisen, darin bin ich gut. Mach selbst ja, ne? Genug, ich kann da mitreden, weißt du. Da müssten Stevie und ich aber auch sehr viel mitreden können. Ich will so mit Spannungen haben, Lord. Also, ihr seht es ja bloß nicht, Tomete, wenn wir Fehler machen. Lass immer wieder rankommen, Lord. Ey. Das war fragwürdig. Ja, wahrscheinlich warst du mehr Feige. Wenn ich rausgefahren habe, bin ich mein Platz Fehler. Wie kommst du hier so schnell rum, Kirsche? Verrat mir das mal bitte. Welche denn? Die Einfahrt? Na, die Kurve eben. Die vor der Einfahrt hier. Die habe ich jetzt auch gut bekommen. Die nach dem Sprung. Ja. Um Bremse, zwei runter, lenken. Also im dritten Gang, ja.
Müsste ich jetzt. Ja, müsste sein. Ja, ich komme trotzdem nicht so gut rum. Ah, Mann. Und bei vielen reicht auch einfach runterschalten. Bei dem jetzt hier habe ich mich nicht getraut bisher, aber manchmal reicht das auch einfach. Jedes Mal, wenn ich rankomme, soll ich wieder woanders schalten. Jedes Mal. Und verrückt werden. Nein! Oh, Scheißdreck. Ich dachte, ich komme da gerade durch. Ah, spring nicht schräg. Ja, so ein echt Scholz bei mir auch nicht gesprungen. Hätte echt besser sein können. So, aber ich kann die Rotti sehen und er raucht nicht mehr. Ist all seine Blendmunition verschossen. Alter. Gibt das so bei Flugzeugen so? Munition, das ist mein Job. Ja, so Abwehrdinger, die halt eben dann, ja. Dafür qualmst du jetzt wie ein bekloppter Kirsche. Ja, ich hab meine Abwehrmunition noch. Oh, jetzt sind da die Banden mit. Oh, jetzt habe ich die Kurve aber eben gerade hier gut gekriegt. Ja, ich auch. Ich glaube, jetzt wird er langsam nervös da vorne, der Lerudi. Ich denke nämlich auch. Jetzt, wo er merkt, da ist eine Kirsche hinter ihm. Da ich. Bei mir hat er sich gar keine Sorgen gemacht. Da hat er gedacht, der kommt eh nicht vorbei. Der Abriss will unbedingt sich drehen hier. Und jetzt kaum ist Kirsche da, da wird er nervös, der Junge. Ah, diese Abkürzung ist gar nicht mehr. Vielleicht baut er ja gleich einen Unfall und dann bin ich Dritter. Bau du mal einen Unfall, damit du nicht mehr hinter mir bist. Nee, ich will aufs Podium wenigstens. Ich hoffe, mit Palme gefahren, ey. Dennis, lass dich bis auf den 8. zurückfallen, dann kannst du das Podium von den Letzten damit besteigen. Nein! Ja, würde ich Stevie aufrollen, Louis. Ja, also. Naja, viel besser war es immer noch nicht. Na, dafür jetzt die Kurve hier verkackt. Ah, da habe ich jetzt viel aufgeholt in den letzten drei Kurven, oder? Das war eigentlich schon noch ein ganz schöner Vorsprung. So, ich bin an Jonah dran, also mache ich gleich wieder einen Fehler. Na, dort ist abgeschüttelt wieder. Okay, jetzt hatte ich auch eine unsichtbare Wand erwischt. Gedreht. Und ich mach tatsächlich, ich komm wieder auf diesem scheiß Exit nicht raus. Das ist zum verrückt werden. Ach Gott, ey, ich fahre hier jedes Mal gegen, ich fahre jetzt um. Schön, dass alle nur am Fluchen sind. Bei dir läuft alles glatt, Lord. Nö. Er flucht halt nur nicht. Ach so. Heute kein Kart, wa? Bist du gut durchgekommen, die Route, oder nicht? Ein. Stopp mal kurz, der Abflug war immer noch legendär. Kann doch nicht. Die Route, warst du da gut durchgekommen, wo ich dich überholt habe, oder nicht? Kann doch nicht sein. Bin vom Gas gegangen, um Feige auf Nummer sicher zu gehen, hab's trotzdem überholt. Also die andere ist schon schneller offenbar. Das kann aber halt Risiko. Oh, unsicherer halt. Aber halt Risiko, sein. Genau. Bei also denen vom Gas gekommen, damit es halt eben, bei ja, Dingen, nicht die nicht sein können, muss man halt bei Kanix nachfragen. Das Expertenteam Kanix. Hat das eben gerade zu eng genommen, jetzt habe ich mich beim Berg ein bisschen aufgeschaukelt. Ja, da kann man dann hüpfen, genau. Bin ich für immer weg hier. Nein! Nächste Rennen auch, das finde ich schon mal gut, Dennis. Das ist eine gute Voraussetzung. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber passiert. Oh Gott, das gibt ja gar keine Punkte für das Rennen. Letzte Runde. Weil dadurch setzt ihr euch natürlich sowas von ab jetzt in diesem Rennen. Hat da gerade jemand vor, mich zu überrunden oder irgendwie sowas? Nein. Oh, doch. Also vor nicht, aber... Das war... Naja. Aber sie tun es trotzdem. Mhm. Ich habe gerade irgendwie wieder den hinter mir gesehen. Ja, ja, das sind wir alle. Die Spitze kommt auf dich zugerast. Könnt ihr ruhig mal abschminken. Außer ich. Hab ich doch gesagt, die Spitze. Also, Kirsche, pass auf, sonst ist er nachher wieder am Ragen. Gehört, dann ist wirklich was los hier. Wieso ist doch dann auch gut? Dann kriegen wir alle mehr Punkte. Das ist zwar gut, aber es ist dann trotzdem komisch. Was? Ja, komisch. Lustig. Nein.
Ja, lustig ist es auch. Sehr schwierig zu fahren. Auto, was machst du? Vom Gas gegangen und trotzdem gehüpft. Mal gucken, ob es für die Route reicht. Ja, natürlich. Noch nicht. Nee, reicht nicht mehr. Ach, fahr doch jetzt im Eimer mal von der Fünfte. Ich komme in der fünfte Runde, in der achte Runde rein und Kirsche beendet schon. Ganz toll. Genau genommen beendet es auch. Also, wenn es für den Stunt keine extra Punkte gibt, bin ich salty. Fucking hell. Das liegt daran, weil du keine andere Farbe hattest, Dennis. Du musstest ja die gleiche Farbe wie die Ruti nehmen, das war die Strafe dafür. Wobei, was ich immer noch nicht verstehe, ist, wenn Stevie meint, wir sind eine Dreiklassengesellschaft, wer alles in der dritten ist. Du meinst, die Klasse ist für dich alleine. Ja, der schlechteste von allen. Ja, manchmal bist du ja besser als Lord Diebster, aber nicht so ist es ja nicht. Auf jeden Fall hast du schon mal eine 3 Sekunden schnellere Rundenzeit als Tomete hingekriegt. Das weißt du doch auswendig? Nein, das steht hier. Das kannst du mit Tab nachgucken. Ach so. Also Tab, nicht Alt-Tab, sondern einfach nur Tab gedrückt halten. Alter! Oh, ja. Wenn du alte 4 drückst, wirst du Erster. Erster, der rausfliegt, ja. Das ist lustig, wie viel damals noch wirklich drauf reingefallen, wenn du die gebracht hast. Drück mal alte 4, dann bekommst du das und das. Ja. Spieler hat den Server verlassen. Den Witz gibt's doch schon, I don't know, wie lang. Deswegen sah ich, wie oft das den damals funktioniert hat. Wahrscheinlich schon so lange, wie es die Tastenkombination gibt. Ich mach die erstmal nach, oder was? Bin zufrieden mit dem Rennen, Platz 5. Warum muss ich die eigentlich nachmachen? Das wüsste ich auch gern. Nicht vergessen, wir müssen alle hupen, sonst sagt Lord nachher wieder, während es qualifiziert. Das bin ich die ganze Zeit. Weil ich hupe nicht. Hat bei mir auch angedroht damals, als ich hier reingekommen bin. Okay. Ich hupe die ganze Zeit nicht, also bin ich die ganze Zeit disqualifiziert. Und genau deswegen bist du jedes Mal Letzter. Ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte es nicht aussprechen. Und Lord hautet natürlich wieder raus. Der haut nochmal rein in die Gerbe. Wer Vorlagen gibt, muss sich nicht wundern, dass ich zutrete. Wer ist eigentlich braun? Der zwischen. Dein Auto wackelt so war. Komisch hin und her. Ja, das friert, das kalt in den Das sieht so schön aus. Oh, spannendes Rennen. Dem Auto friert's in den Tropen. Stell dir vor. Ja, Tomete, bis einer hat in Stevie-Klasse gelandet. Für dieses Rennen. Ja, sieht weit so aus. Ich war die ganze Zeit so weit vor Stevie und dann am Ende holt er doch alles auf. Ich will die Gesamtzeit gleich nochmal sehen von Lerucci und Kirsche. Was habe ich da eben gesehen? Das war ja. Beziehungsweise Bestzeit, meine ich. Wow, krass, 2:13. Die letzte Runde hat Stevie nochmal richtig zugeschlagen. Ah, der war auch vorher schon. Wenn ich die Abkürzung genommen hätte, wäre ich auch vor dir. Aber ich natürlich wär's denn das. Und Lord hat noch schnelle Runde als ich. Okay. Ich musste die ja leider nachmachen. So, Scenic Drive. Ja, schon krass. Ne? Stevie hat eine. Die 2:26 und alles andere Crashes. Nee, eine 2:27 ist noch dabei. Und eine 2:28. Okay, aber die anderen. Oh, gut. 5 Runden Crashes, 3 Runden schnell. Oh. Ja, genau, der Mercedes. Den Mercedes. So, in welcher Farbe nehmen wir die denn bei? So, dann. Nehmen wir die mal in Rot. Dann fahren wir da nicht jetzt. Jetzt nicht mal in der Reihenfolge. Natürlich fahren wir immer noch eine Reihenfolge. Ich glaube, jeder weiß es mittlerweile wieder. Bei mir hat aber Tomete vor dir gewählt, Dennis. Ja, bei mir auch. Ja. Was? Ernst? Ja, Moment. Na, Dann müssen wir neu starten. Ja, es sind schon 7, ja. Deswegen war jetzt total irritiert. Ah, guter Trick, Tomete. Man kann es ja mal ausprobieren. Mal gucken, ob es auffällt. Also, sag Tomete fahre und deswegen ging es so. Ah, hast du, okay. Ja. Wir haben schon lange. Ja, die Anzeige hängt. Ja, die. Wahrscheinlich hat Demon schon längst da und jetzt wird es mir angezeigt. Hä? Warte mal kurz, ich habe den falschen Wagen, aber das kann ich ja noch ändern. Was war das CL55? Dominik, nochmal das schwere Ding da fahren willst? Nein. Der hat jetzt alles schon. Der ist genauso schwer. Ich glaube, du bist dran. Diebster! Ja, hab ich ja schon. Ich war vom Server und es dauert ewig. Eine Runde?
Jo. Also, jo. Das ist normal bei Second Drive. Ja, okay. Den hab ich auch gesehen. Ich bin noch nie zwei Runden gefahren. Ist bei random.org eigentlich möglich, dass wir eine Runde bei Need for Speed 4 haben? Nein. Ja, hätte hier sein können. Need for Speed 4 ist mindestens zwei Runden und hier jetzt auch. Demnächst sagt Dennis, demnächst in jedem Rennen 5 Runden. Nein. Aber eine Runde war ja wirklich ein bisschen Würze. Und die letzte 20. Ja, das. Das könnten wir sowieso mal abschaffen. 20 Runden, Alter, das Outskirts. Wer ist dafür, dass es abgeschafft wird? Ich finde es lustig. Nö, ich finde es lustig. Da war Bombe vorne. Warum kippst du. Jetzt kommen sie schon und kippt trotzdem. Ja, du Lord, halt was machst du hier? Mann, keine Ahnung! Voll verkackt, ey. Frag mich nicht, was ich hier vorne mache. Ich war auch eine sehr lange Zeit Erster. Ich hab den Start komplett verkackt. Du musst die Balance verbessern. Ich habe mich bei diesen Autos immer, ich setze mich quasi rechts neben das Lenkrad. Warum? Ja, du setzt dich in die Mitte, ne? Da hast du eine Halterung. In die Mitte vom Auto, genau, in die Mitte vom Auto setzen. Ja, bei McLaren kann man vor dem Lenkrad kannst du das hier machen. Genau, aber hier musst du dich rechts vom Lenkrad setzen, musst dann auch die Pedale mit links bedienen. Hm. Und schalten machst du mit deinem Hintern, oder? Dich erstmal halbwegs verrenken. Du hast eine Halterung. Also dann kippt der Berg nicht um, oder wie ist das? Genau, dann? Genau, dann ist es zentraler alles. Ach so. Tut aber Umständen ein bisschen weh am Hintern. Ja, gut. Wegen Schaltknüppel. Musst du durch. So wie hier Magnussen oder wer war das? Irgendwelche Leute stehen auf. Es sei denn, man steht drauf. Solche Leute gibt's ja auch. Ach Gott. Zur Genüge. Wenn die Ronne, ey. Wird zu langsam. Wird langsam, ey. Falls es irgendwer gesehen hatte, Magnussen war heute beim Formel-1-Rennen retired, weil irgendwas mit dem Hochschalten nicht funktionierte. Der quasi bei jedem Hochschaltvorgang so eine Unterbrechung hatte, wo er den Helm komplett nach vorne geknallt ist und immer einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Du musst da nicht alle spoilern, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Ja, das Magnussen retired, das ist glaube ich egal, weil der war eh letzter oder vorletzter so gesehen. Aber gut, der Rest wird auch eigentlich klar, wer erster wird. Dann brauchen wir nach der Logik eigentlich auch nicht gucken. Na, das ist eigentlich gar nicht so klar. Wo bist du denn gerade im Rennen? Bei Zucker der Elfte? Naja, gut, heute war es ein bisschen spannender, ich meinte aber sonst. Wer führt dann gerade? Zurzeit, ich glaube, führte gerade Hamilton, weil er noch keinen Boxenstopp gemacht hat. Okay. Der war früher noch seine Runden aus. Okay. Ja, da bist du aber nicht in der Elfte, das muss schon viel später sein. Nein, nicht. In der Hälfte hat er gesagt. Hälfte? Okay. Ja, der elfte Runde verstanden. Ich auch. Ja, der achte Platz ist diesmal meiner. Ja, aber hast du gerade eine witzige Stelle, ne? Er jagt dann ja gerade Bottas. Die ganze Zeit stand er bei mir im Siebter. Hätte ich doch bloß den Start nicht so verkackt. Hinter der Karte noch zwei hinter mir gesehen, fast war ich Siebter, ganz seltsam. Uha, warst aber dicht hinter dir, Rudi. Ja. Das war ein mieses Ja, der Rudi wird lästig, ne? Wir schaffen die eigentlich immer 170, ey, ich versteh's nicht. Ich bin immer so 5, 6, 7 km/h langsamer als ihr. Ich hab den Start sowas von verkackt, ey. So, okay, egal. Ich habe diesmal so einiges verkackt, aber gut. Ja, schön, wo du mich geholt hast, hast du dich irgendwann resettet plötzlich. Das war ja auch so. Guck mal, was eine Runde und dann halt viele Fehler. Das ist halt dann nix. Machen wir wieder die Strecke, wo ich jetzt wieder 10 Milliarden Fehler baue? Ja. Rückwärts geschossen. Aber diesmal mit einem schnellen Auto und nur zwei Runden. Ja, dann nehme ich noch schneller die ganzen Fehler. Gut, du wirst eine höhere Fehlerdichte pro Runde haben. Ja, der ist so, McLaren F1 LM. Hm? Eigentlich genau richtig für die Strecke. Ich wollte auch noch nicht auswählen. Mach mal nochmal neu. Ich wollte eigentlich nur einmal klicken, aber ein Doppelklick hat es dann ausgewählt. Ja, hatte ich vorhin auch. Recht komisch, ne? Ihr seid jetzt alle orange, wie langweilig. Weißt du das, du Cheater? Weil ihr gesagt habt, dass ihr nur eine Farbe habt. Bitte. Und Diebster. Humeta hat gewählt. Ich tippe bei mir nur nicht.
Na, oben links habe ich gesehen, 7 Wagen gewählt. Aber ich stand, bei mir stand auch nur 6, deswegen. Ach so, na gut. Ich bin in einwandfreiem Rot unterwegs. Ich kann mich selbst auf der Karte erkennen. Was mir nicht viel bringt, aber... Okay. So, diesmal schalten wir aber mal. Wenn der Wagen schalten muss. Gelbe Strecke? Hoppala. Nee, kommt andersrum. Zemex, geht weg! Nein! Oh Gott. Auto, bleib hier! Nein. Leon möchte nicht, dass das Auto bei dir da bleibt. Okay, fahren wir runter, wenn du willst, sagen. Ist auch in Ordnung. Ja, ich bin dir hinterher gefahren, Sisi. Keine Sorge. Hallo, Wanz. Was? Ich bin Erster? Da war eine Abkürzung, die wollte ich wohl nicht nehmen. Es ist noch nicht die zweite Runde, Dennis, deswegen bist du Erster. Ja, stimmt. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument, Jonas. Oh Gott, dieser Ausgang. Gott. Wer macht Jonas da? Fahren! Warum sagt Leruti mal nein? Man denkt, juhu, der ist weg. Taut irgendein anderer auf. Spreng mich hier, du blöde Karre! Jetzt müsste ich nur noch dieses komische orangene Ding vor mir kriegen. Das wäre mir ganz lieb. Jo! Ja, ist ja die Abkürzung, wo ich ja mich immer drehen muss oder was schlagen muss. Da bin ich jetzt voll abgeflogen. Hüpfen muss. Nein, da wollte ich nicht rein. Egal in welche Richtung oder so. Och, Mann! Ach, Mann, ich war auch noch Fehler. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, Gott, jetzt bin ich auch ganz... Ich hab irgendwen von den ganz Guten überholt gerade. Ich war eben Platz 4, ey, und jetzt soll ich Platz 7, ey, mit zwei Fehler. Otto. Bitte rumkommen, danke. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, was mach ich denn hier, Mensch? Warum bist du Vierter, Lord? Oh Gott, Mann, was mach ich? Oh, ich untersteuer ich hier so behindert. Ja, weil ich mal Vierter sein möchte, deswegen. Oh, fuck, der Sprung! Oh nein, kommt ihr auch noch. Ach, die Scheiße, nein, das ist doch nix. Die überhaupt Bremse, ey. Was war das, diese Rahmen? Das warte, hallo? Ja, natürlich! Rennen, warum fahr ich eigentlich noch? Wenn du besser werden willst. Ja, natürlich, die Kirsche wieder. Ist das ja, gegen die Wand gefahren danach, aber... Hast recht, Jonas, das war nicht die zweite Runde. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Aber die erste Runde, die lief fast so gut und... Ja, dann alles wie immer, ne? Dann alles wie immer, ja. Ach Mensch, jetzt häufigen sich auch wieder die Crashes. Ja, ich bin hinter dir. Ich weiß. Was passiert letzte Runde? Einmal bitte, oh nee, ich dachte, du könntest vielleicht gegen die Dingens fahren, aber den Gefallen tust du mir nicht. Ich mach auch unangenehmer Abflug. Gerade. Das hätte echt wehgetan. Ah, da hast du doch gemacht, was ich gehofft gehabt, dass du machst. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh, ich bin geflogen, ey. Plötzlich. Wer kommt da jetzt wieder angerauscht? Ja, natürlich. Ich sehe es und ich fahre voll drauf zu. Aber ich untersteuere mir. Ah, fuck. Ja, das war's. Werde ich bestimmt gleich überholt, ey. Ja, weil ich immer untersteuere aus irgendeinem Grund. Nehmen die Kurven irgendwie scheiße. Ah, muss ich ja ranarbeiten. Na, da schlage ich mich hier jetzt wieder, weil es ja sein muss. Ich habe mich auch echt gedreht. Diesmal mal nicht, ein Wunder. Jetzt untersteuere nicht und fahr da rum, bitte. Oh, nee, ne Güte. Ah, wir müssen das auch 8 Runden fahren. Ich brauche meine Zeit, bis ich dann drin bin. Wir haben die nächste 8 Runden. Oh ja, stimmt. 2 Minuten war ich unterwegs austreten, oder was? Er nimmt das mal voll die Wand mit. Ja. Auf die Dingens hatte ich noch gehofft. Jonas, schnell. Ja. Oh, Mann. Ah. Was ist mit mir? Schnellste Rundenzeit. Ui, dass ich das mal erleben darf. Dass du was erleben darfst.
Ich habe mal die schnellste Rundenzeit, zumindest in diesem Renntag. Also jetzt in diesem Rennen, so. Nicht dagegen fahren! Ah, voll geil, alle Spieler da heute, voll cool. Was habt ihr alle für eine scheiß Topspeed? Ihr seid alle weit weg von der Topspeed, unglaublich. Hä? Du bei mir bist aber auch nicht besser. Ich hab 316 bei mir. Ach so, hab ich gerade verlesen. Ja, also Ende vom dritten Gang einfach. Ich hatte Untersteuerungsprobleme. So, hab die Kurven nicht richtig gekriegt. So. Oh, Lord war 7 Sekunden besser als ich. Das ja, und die zweite Runde hat's halt auch komplett verkackt. So, jetzt kommen die Strecken, die ich nicht mehr geübt habe. Ja, aber die zweite Runde war die schnelle Runde bei dir. Jetzt kommen wieder 8 Runden! Schon wieder mit dem Aston Martin. Ja, den fahre ich diesmal automatisch. Wieso fahren wir eigentlich den nur 8 Runden? Na, danach sind wir zwei. Aber wenigstens naja, Alpine Trail Flex, und nicht wieder Flex, irgendeine Tropenscheiße. Es geht darum, wir sind der Erste. Es geht ja, darum, wir sind Ehren von Sean Connery, weißt du. So, ach, der ist ja verstorben, ja. Es geht ja, darum, den Aston Martin sind wir gerade schon 8 Runden gefahren. Ja, oh, stimmt. Ah, doch, sind wir, doch. Aber der Sport ist tot, also müssen wir Aston Martin fahren. Naja, der Aston Martin fährt ja einigermaßen schnell. So. Jetzt müssten wir eigentlich noch so das James Bond Theme da als Hintergrundmusik haben. Okay. Ja, genau. Okay, sieht richtig aus. Okay. Genau. So, Vanquish. Ja, den fahre ich diesmal automatisch, weil ich habe. Das sind die drei Strecken, die ich nicht geübt habe. Vanquish. So. Jetzt den klassischen James-Bond-Look hier. Ja, genau. Das Rennen auch mal starten tut? Ja, das muss ich ja von Hand machen. Ja, ich muss es ja manuell starten, deshalb. Seitdem wir diese Reihenfolge haben, irgendwie. Ja. Oh, ja, genau. Alter. Was, weil ich den... Was war das eben für ein komischer Start? Ja, ich hab auch irgendeinen Hüpfstart gehabt. Countdown dafür deaktivieren müssen. Und komischerweise, wenn alle Autos gewählt sind, muss ich dann trotzdem selber starten. Merkwürdig, aber ist halt so. Oh. Mal Frage, bei wem ist unten das noch rot? Was ist rot? Bei mir ist grün. Die NFS-Anzeige, die Gegenanzeige. Jetzt ist sie bei mir gelb. Das hat ja deine Internetverbindung zu tun, ja. Bei mir schwankt die Anzeige für gelb und... Hast du einen hohen Ping aus einem Grund? Meine ist grün wie sonst was. Ja, grün wie sonst was. Gibt's doch grüner als grün? Nee, es gibt ja, nur grün, gelb und rot. Ja, Moment. Darf ich denn noch lang fahren? Ich hab jetzt gelbe Umweltpakete, Kappa. Wow. Du bist ein Street Racer. Das kümmert dich doch eigentlich überhaupt nicht. Also du darfst. Oh Mann! Ich könnte kotzen über meine Fahrverhalten. Über deine Fahrverhalten? Mit mir Plural? Ja. Ja, manchmal ja. Also. Au, was? Nein! Das Fahrverhalten Linkskurven, das Fahrverhalten Rechtskurven. Das Fahrverhalten beim Geradeausfahren. Das Fahrverhalten beim gegen die Wand fahren. Das Fahrverhalten beim Bremsen, das Fahrverhalten beim Gas geben. Und vielleicht auch beim selber schalten. Nee, mach doch nicht, hat er gesagt. Das mache ich bei diesem Rennen diesmal nicht, weil ich die habe ich nicht geübt. Die Rennen, die letzten. Ja, ich würde auch die 8 Runden Rennen nicht üben, ist die beste Wahl. Du kriegst ja genug Übung. Das sind ja 8 Runden. Wir wissen doch bei Dennis, wenn er übt, geht es schief. Und wenn er nicht übt, dann läuft es doch gut. Hatte ich vergessen. So gut läuft es auch nicht. Macht gerade keinen Unterschied heute. Hallo, Wanz. Ihr seid scheiße gut heute, meine Fresse. Nein. Nee. Scheiße gut. Das hängt der zu dritt rum? Alle in blau, Hälfte, oder? Nee. Zwei sind blau, der andere ist Türkenkies. Ah, Türken so Kies. Hell, ja, jetzt sehe ich es. Türkenkies. Türkenkies, okay. Kennst du nicht die Farbe? Oh, verdammt. Zu früh eingelenkt, fest. Das hat sich da hat sich das Türkenkiel gerecht. Das Auto muss doch diese fucking Kurve kriegen.
Ja, nur wenn du vom Gas gehst. Und zwar gründlich. Ah, hab ich gemerkt. Aua. Wechselkiste, ey. Und so ein Auto ist teuer, oder was? Mittlerweile wegen dem Alter. Wer weiß, wie teuer das Fahrzeug ist, ey. Könnt ihr nicht bei alle drei gleichzeitig schlecht sein und nicht immer nur einer oder zwei? Das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist, werd schneller. Dass wir schlechter sind, ist einfacher als besser zu werden. Diese Begründung, werd schneller. Ja. Genau noch in der Betonung so. Werd schneller. Nein! Ruhig, ruhig, Fahrzeug, ruhig! Ja, jetzt muss ich dir auch noch nachmachen hier, ja. Dann geht's, ja. Jetzt machst du mir mal nach, nicht nur ich dir. Der gleiche Tipp wie bei Shootern. Wie werde ich besser? Sterb nicht. bei Duke Forever, da gibt's diesen Tipp, What the fuck? Take less damage to avoid being killed oder irgendwie sowas. Ja, geil. Wo sie recht haben? Was ist denn für eine ruhige Musik, ey? Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt hektischere Musik. Wieso ist Diebster überhaupt wieder. Aber die besten Tipps hatte immer noch WRC7. Ich liebe alle Berge, keine Ahnung. Ich hab nur einen Fehler, aber ich bin nie wieder da. Ja, WRC7 hatte die besten Tipps überhaupt, ne? Zum Beispiel der Tipp, bei der manuellen Schaltung müssen sie selber schalten. Oh, obwohl. Das steht da als Tipp. Musste nicht immer. Also ich hab grad mal. Ich fahr die ganze Zeit im vierten Gang. Konsequent. Die komplette Runde. Oder was war denn noch der andere Tipp? Der war auch so gut. Ich weiß gar nicht mehr. Wie war denn der noch? Der war auch so gut. Ja, bei dieser COD-Verarsche da, also Duty Coins oder wie die hieß, da gab's ja auch Shoot Enemies to kill them oder so. Wobei gut, das Spiel war ja dafür gedacht, dass es schlecht ist. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Welches? Duty Coins. Ah, Duty Coins, ja. Ach ja, der eine Tipp, genau, der. Wenn die Reifen verschlissen sind, haben sie weniger Haftung. Wow! Krass! Das ist so genial. Ja. Wobei Duty Coins kennt ihr alle, oder? Ja. Nope. Ja. Nö. Das ist so, wie alle CODs Nachteil, ja, also eigentlich alle Nachteil 2 waren, also wirklich HP-Regeneration, ja. Gerader Weg und so, das haben sie doch viel, viel extremer gemacht. Der größte Witz daran ist, das Spiel ist von EA und was macht EA spielt der Battlefield. Genauso. Ja, also wenn die jetzt alle so stark in HP 2 seid, bin ich mal gespannt, wie die Saison sich entwickelt. Das muss ja eine spannende Saison dann werden. Nee, das passiert dann auch doch wirklich so, dass die Rank-Ups und zum Beispiel das brüllt der dann einem so richtig ins Gesicht und was weiß ich nicht. Wir sehen damals, das war das Promotion-Spiel zu Bulletstorm. Und Bulletstorm ist, also es ist zwar besser und alles, aber so ein paar Sachen davon haben sie da auch drin, das ist ja das Ironische dahinter. Aber wie gesagt, später hat die Battlefield genauso gemacht wie COD. Na, jetzt haben wir doch coole Musik hier. Das ist ja das größte Witz daran. Jetzt haben wir coole Musik. Ich weiß gar nicht, ist COD mittlerweile eigentlich wieder besser? Ich glaube, eigentlich nicht, oder? Was driftet denn hier so Berlin drum? Oh. Ob da nicht jetzt bald schon so wie dein Platz, oder? Ja, Black Ops kommt wieder. Black Ops kommt mal wieder. So wie dein Platz, Lord. So wie das ist das Teil 5 denn schon, oder? Ja. So. Bam. Das solide Mittelfeld hatte ich ja die ganze Zeit, aber diesmal bin ich zumindest mal Zweiter. Aber wo seid ihr denn alle? Sonst wäre immer einer, der mich genervt hat. Gerade am Spiel vorbei. Ist natürlich wieder das eigene. Den sieht man gar nicht mehr auf der Karte, den Kirsche. Das ist so bitter. Ja, irgendwie bin ich auf der hier deutlich besser als ihr. Keine Ahnung warum. Bei vorhin war es ja die ganze Zeit irgendwie ziemlich schwierig. Du hast dich vorhin so eingeschränkt, jetzt stinkst du zu doll. Jetzt wollen wir nicht mehr mit dir zu tun haben. Das könnte es erklären, ja. Oh, ist das gemein. Deswegen riecht das hier so komisch. Aber das ist wie, wenn du das riechen kannst, dann musst du das selber sein. Nein, das ist so, das zieht sich noch so lange auf dieser Strecke hier durch. Nee, riecht das schon, weil Kirsche so hinter ihm ist. Er hat nicht nur Sound und Übertragung, sondern er hat auch Geruchsübertragung. Genau. Kirsche so hinter ihm, deswegen riecht er das. Ich glaube, bei manchen willst du das nicht.
Jetzt nicht gegen einen von uns hier, aber allgemein. Und nimmt der Kirschsalat wieder auf? Ja, klar. Cool. Oh, wo ist denn Diebster jetzt wieder hin? Das ist doch der Einzige, der das nicht tut, ist halt Tunnel. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin beim Tunnel. Beim ersten. Wer ist schwarz? Ich. Immer diese Rassisten. Die Leute nach. Hast du ein Problem damit, dass er schwarz ist? Nein, ich hab ihn gerade irgendwo auf, in einer Kurve auf der Karte gesehen. Und die Kurve ist für Weiße, oder was? Ja. Braun, der war denn Rassismus sind nicht fast mit HP 2, was? Wir haben Afrikaner, wir haben Braune, wir haben alles. Was sind alles. Denn Blaue? Ja, Besoffene. Also, das erklärt meine Fahrweise. Oder? Da, was sind dann so, müssen, ne? Und die Türkisen? Ja, das sind die, Kotze. Nee, das sind, genau. Das sind die Grünen. Also die politisch ja gesehen quasi. Wieso sind die jetzt dann Türkis oder Zyan oder wie war das da? Ja, das ist okay, es ist Farbe ist jetzt halt einfach mal so. Die Farbe war billiger bei China. Oh mein Gott. Aber da müssten wir ja alle E-Autos fahren oder irgendwie so, was weiß ich. Need for Speed mal E-Autos oder was? Ja, halt, ich will nicht ausschließen, dass es das doch irgendwann geben wird, ohne Scheiß hier. Ja, stimmt. Lange lebt Need for Speed noch als Serie, wahrscheinlich. Danke, Spiel. Jetzt mir sagst du, dass es die letzte Runde ist. Ach, das ist die letzte Runde, scheiße, dann komme ich ja Diebstahl definitiv nicht mehr rein. Das heißt, ich kann jetzt definitiv in jedem Fall mit voller Kraft drüber, genau. Ja. Wahrscheinlich nicht. Wie sie alle hier rumrutschen zu gleich. Ja, gleich spannendes Rennen. Macht er doch ganz schön schnell, irgendwie am Anfang müsste ich es verkackt haben. Ja, für mich auch. Ich habe ein bisschen noch mein Flow gefunden zum Schluss. Ich glaube, das Problem... Ich glaube, ist Lord noch hinter dir? Lord ist hinter mir, ja. Letzter sogar, ja. Ich glaube, das Problem bei mir war diesmal, dass ich am Anfang wieder den beschissenen Fehler gemacht habe, die doppelte Abkürzung dazu nehmen. Ernsthaft? Okay. Oh. Du fährst doch nicht zum ersten Mal diese Strecke. Ja, ich weiß, aber ich habe irgendwie den Fehler wieder gemacht. Okay, warum haben wir auf einmal Dragon Ball Musik drin? Eigentlich keine nicht. Ahnung, ich habe nie Dragon Ball gespielt. Ich auch nicht. Nee, das ist nicht so ganz mein Interessengebiet, was Spiele angeht. Das ist Command & Conquer, irgendein Song. Weil Frank Lipacki hat da Command & Conquer gemacht. Nein. Okay, irgendwann haben wir gerade doppelt gecrashed. Oh, war es noch knapp bei euch, oder was? Oh, so schlecht, so viel schlechter Alter, war Alter, 2 Zehntel, es war knapp bei euch. Die Rundzeit war gar nicht so viel schlechter. Nein. Hat sich gelohnt. Ach du Scheiße, der Diebster ist über 20 Sekunden besser als ich. Ja. Bist du Automatik oder manuell gefahren, Kirsche? Ich bin manuell konstant im vierten Gang. Okay, interessant. Also ich bin Automatik gefahren, aber so viel schlechter war meine Rundzeit ja gar nicht, wie du siehst. Ja, stimmt. So. Wahrscheinlich bist du dann höchstens zwischendurch mal kurz den fünften. Mehr wahrscheinlich kein Unterschied. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre ich sogar schneller gewesen mit manuell, aber glaube ich nicht. Mediterranean Paradise. Och nein, ein langsames Auto, dann wird der Jonas wieder Erster. Oh, den Voxel. Ach du Scheiße, dann werde ich ja wieder Letzter. Ja, ich werde da auch keine Schnitte haben. Das ist wieder Jonas Ding. So schnell war das Ding jetzt auch nicht und ich hab's trotzdem nicht. Oh Gott, die langsamen Autos. Haut doch bei mir in die hin. Ja, die sind aber schon ganz Jonas Ding, das stimmt schon. Ach, den scheiß HSV haben wir heute ja auch noch. Ja, den haben wir jedes Mal. Ja. Schlachtschiff! Ja, der Random kann es einfach nicht lassen, uns vom HSV zu verschonen. Das geht einfach nicht. Zumindest das letzte Rennen musste das Ding natürlich wieder kommen. Aber ich hab den HSV jetzt automatisch mal gefahren, das geht ganz gut eigentlich. Ich glaube mal eher, dass du es selber einstellst, dass da irgendwo jedes Mal der HSV. Ich glaube, ich habe den auch bevor, weil hier jetzt war, da habe ich den irgendwie mal ausprobiert und dann nie wieder im Singleplayer benutzt. Da ich das HSV-Coupé selber, das ist äußerst ungefähr, fahre eher nicht los. Ich hasse das Ding. Ja, aber du bist ja nur ein
hinten rennen. Ja, mal gucken, ob ich hier wieder Platz gefahren kann auf so einer guten Strecke hier. Ja, der Song passt ja zu der langsamen Bei den Hose hier. Unten renne ich ein bisschen besser, weil da kann ich halt auch viele ausgleichen über die Distanz, deswegen. Aber du kannst doch viel ausgleichen mit Distanz. Fehler ausgleichen. Ja, Fehler. Wenn man mehr Rutschen hat. Wer fährt denn da über den Bäumen lang? Da habe ich mich auch gerade die Frage. Das ist Lord gewesen. Das ist für Fehler, ja, das ist unglaublich. Nein! Oh, ist gerade geflogen. Womit habe ich dieses Glück verdient? Ah, verdammt, zu eng genommen. Viel zu spät hochgeschaltet. Und jetzt keine Angst vor den Tischen. Vorsicht, Tische! Vorsicht, Tisch! Das zieht nicht. Sicher? Die haben doch Ghost drin. Deswegen ja. Müssen die Tische nicht jetzt eigentlich reingestellt werden? Es darf ja, deshalb sind die Restaurants ja alle wieder zu. Naja, die Restaurants dürfen nicht ausmachen. Von Tischen hinstellen hat keiner was gesagt. Die stellen die nur für uns dahin. Ja. Als Hindernisse für Autorennen, da hat keiner was gegen gesagt. Das ist doch nicht. Ciao. Ja, und wir waren ja alle in Abstand, ne? Also passt das ja. Naja, Diebster bewahrt bei mir nicht immer den Abstand so. Okay, jetzt fahr ich da mal mit lang. Wieso crash ich da? Wieso ist die mit, vor mir ein? Weil er einen Unfall gebaut hat. Ach, ich übrigens auch. Ach, diese scheiß eine Stelle da, ey. Das ist so komisch da. Sehr schön, könnt ihr bitte hinter mir bleiben? Kannst du mal einen Unfall bauen? Sein. Kannst du mal einen Unfall bauen, Lord? Mein Gott, nicht. Mit dem Auto im Unfall? Da kannst du da rennen ja gleich nicht mehr. Kennst du das Skript nicht? Nee. Du musst einen Unfall bauen gleich. Nein, hab ich nie mehr erhalten. Was? Ja. Das hab ich dir doch zukommen lassen. Nein, ist ja nie angekommen. Ja, aber jetzt weißt es ja. Ich hab's dir jetzt gesagt. Ey, ich hasse diese Autos. Und dann auch crashen damit, ey. Ah, mein Unfall hätte auch nicht sein müssen. Ich hab die Kurve zu eng genommen mit dem BÄM, hat's mich weggefeuert. Das ist ein BÄM gemacht. Jetzt weg, hängt noch ein Aerodin rein. Wobei solche Strecken hier mit langsamen Autos, das ist sowieso irgendwie... Da landet man eigentlich ganz gerne auf dem Platz, auf dem man sowieso gestartet ist. Dann wäre ich ja jetzt Zweiter. Ist das nicht? Ich weiß nicht, auf welchem Platz ihr seid. Nö, ist doch nur jedes Rennen der gleiche Platz, in dem du startest. Das könnten wir mal einführen. Kopf, ich frag mich gerade, wo ich meinen richtig großen Fehler gemacht habe. Obwohl, ja gut, ich war ja sowieso auf dem 7. Ah! Mal einen Fehler, ey, verdammt! Ja! Vierter! Verdammt, ich bin nur noch Sechster geworden, Mann! Tja, oh, also man sieht, das war nichts. Ja, der fucking Unfall hat mir das ganze Rennen gekostet. Mann, ey. Vielleicht die ganze Saison. Okay, wer steht da gerade in meinem Auto? Das bin ich wahrscheinlich. Mann, ey, ich hätte Fünfter werden können! Mal weggeworfen! Aber ich war doch schneller, ey, Mann. So, was kommt jetzt? Es kommt noch ein Rennen, glaube ich, ne? Sechs Runden. Ja, das pauschale HSV-Auto. Nicht ach ja, jetzt kommt dieser scheiße HSV. Kein Wunder, dass ich es verdrängt habe, dieses Rennen. Ach. Wie wär's, wie überspringst du einfach? Random.org sagt, beim nächsten HP2-Rennen hier nochmal den HSV-Coupé.
Oh, zum Crossing rückwärts gespiegelt. Warte schon so selten. Wo ich den mittlerweile lieber fahre als diese Klasse 5, ey. Da verliert man ja nur. Aber ich bin überrascht, ich bin Siebter und nicht Achter geworden bei Klasse 5. Das ist doch typisch, ich fahre ja auch mit. Boah. Ja, stopp kurz. Gerade warst du auch vor mir. Ja, machen wir es aber wenigstens in Spaß. So, wir nehmen den wenigstens in Grün, damit es ein bisschen bekloppt ist, wenigstens. Wenigstens bekloppt ist wenigstens? Ja, wenigstens. Damit wenigstens es ein bisschen ist bekloppt wenigstens, ist, wenigstens. Wenigstens, ne? Ja, wenigstens. Damit es wenigstens, wenigstens ist. Wenigstens ist das halt wenigstens. Ja. Weil es wenigstens ist. Ja, mal gucken, wie ich mich mit der Kackkarre anstelle. Ob eigentlich jetzt so einer weiß, worum es geht. Um ganz wenigstens viel. Ach, wenigstens ist das so? Es geht um ganz viel. Ach um so, das ja. Schiff. Ja, aber was für ein Schiff, du? Was war das denn? Seid ihr auch alle so komisch gestartet? Ja, voll ja. Beschleunigt. Nee, aber ich hab euch ruckeln sehen. Als wäre ich mit 400 Sachen losgefahren. Ja, 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 hat sich bei mir auch angefühlt. Ich bin ganz normal gefahren. Jetzt hätte ich so Reset Speed 100 oder so. Alter, ja, raus, das aber ist auch so alle. Ich bin die ganze Zeit auf zwei Rädern bei mir. Oh Gott. Ich wollte die Kurve jetzt schon zu schnell wegnehmen mit dem Auto. Das ist ja unglaublich. Wenn wir doch auf der Position gerade sind, ne? Ja, das Auto kriegt auch keine Kurve ohne untersteuern, übersteuern, ja, gleichzeitig. Ja, eine Abkürzung. Alter, wo willst du denn abfliegen, ey? Boing! Was war das denn? Boing! Geil. Ich mach's hier nach. Ich bin von der einen Seite weggeprallt, dann mit dem Heck auf der anderen Seite gegen und dadurch hab ich's wieder abgefangen. Ich war eben kurz vor Jonat, was war los? Unfall. Diese Haarnadeln hasse ich. Ja. Ich bin in den Haarnadeln. Und du musst diese Haarnadeln mit einem HSV-Coupé fahren. Moment, bist du vor mir? Was war das denn? Das wundert mich auch. Ah, da müsste echt komisch sein gemacht haben. War vor den Haarnadeln Achter, nach den Haarnadeln war ich Erster. Wie ist die, ist auf Platz 4? Was ist da los? Ja, der ist Erster gestartet. Hat doch Vorteile. Divi, du qualmst. Schön wär's. Das sind ja, ach ja, Lord ist hinter mir. Drift, 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 danke. Ah, ja, das kann der am besten. Ah. Nach dem Drift, dann kommt nochmal Untersteuern ins Spiel. Und dann kommt Bandberührung und dann kommt Drehen. Nein, Lord oder wer das ist, lass das. Oh, ah, was ist das? Ich wollte. Nee, das ist ja Diebster. Ah, das kann. Auto, rum, bitte! Wow, okay. Ich hab's doch gehört! Ich wollte doch nur ein bisschen nach links, damit ich die Kurve besser kriege, aber dann untersteuert das Auto natürlich wieder hoffnungslos sonst wohin. Alter, was ist das für ein Auto, ey? Wie kann man nur sowas bauen? Ja, jetzt muss halt das Werkzeug. Das haben sie speziell ja, gebaut. Ja, klar, dreh dich am besten! Das haben sie speziell gebaut, um Rennfahrer zu quälen, die darauf angewiesen sind, das zu fahren. Ja, das aber Jonas, was ist bei dir los? Das muss dein HSV-Coupé ist los. Ich muss ja Letzter werden. Warte, dann dreh ich mich nochmal. Das muss ein Autohersteller erstmal schaffen, wenn in einem Arcade-Rennspiel das Auto sogar schlecht fährt. Ich war Fünfter. Aber nein, dann meint das Fahrzeug zu sagen, nein, ich dreh mich jetzt nein, mal. Nein, ja, nein, ja. Hab ich Fehler gemacht, ey. Oh Mann. Oh, bitte jetzt ein. Nein, nein, nein. Wieso hat denn das nicht gereicht für Lehren? Ich wäre einmal Vierter geworden und dann kommst du in der Knappe. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Da verliert man. Was waren zwei Plätze? Ich war in der beschissenen letzten Runde, Alter. Hol dich Jonas doch mal auf. Die Zeit mit Lerutia. Das darf mir natürlich auch niemals passieren, dass ich besser als Jonas bin, oder? Ich kam aus der letzten Abkürzung raus. Das sind alles knappe Sachen. 2, 3 ist knapp, 4, 5 ist knapp. Und ich wäre vor Lerutia gewesen, wenn diese scheiß Karanjota 27 hundertste Sekunden und ich hätte fast Jonas geschlagen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich war Vierter, als ich reingefahren bin in der Abkürzung und dann bin ich rausgekommen als Siebter. Du Scheiße. Ich bin im Crash, ey. Oh nein. Tja, Lord, nur wir sind alleine gefahren. Das war jetzt voll scheiße zum Abschluss. Er hätte Vierter werden können. Oh Mann, das war ein interessanter Rennfahrer. Das war der interessanteste, mit dem wir je hatten.
Auch wenn jedes Mal, wo ich irgendwie dachte, es passiert was Geiles, passiert es nicht. Aber außer ganz im ersten ehrlich, Rennen, da habe ich Diebster doch dann. Aber ganz ehrlich, das wird ja so eine spannende Saison, so konkurrenzfähig, wie ihr jetzt seid. Alter Schwede, ich bin mir, da ist ja gar kein Platz sicher. Zwischen erster und vierter war ja alles dabei bei mir jetzt. Ich frage mich wirklich, wie das zwischen uns und uns ausgeht. Und das Mittelfeld ist ja, glaube ich, auch unterschiedlich ausgefallen, oder? Weil ich habe hinten war ja auch teilweise gleichzeitige Zieleinfahrten und sowas wie Tomete gerade eben. What the fuck? Das wird eine spannende Saison.